Tanzen. Wer glaubt, das ist ein bisschen Bewegung und mehr nicht, irrt gewaltig. Turniertänzer müssen hart trainieren, wie Klaus Saalberg, Tanzsporttrainer und Wertungsrichter, zu berichten weiß. Also man sollte ein gewisses Talent mitbringen, das ist aber höchstens 10%. Ansonsten geht es um Trainingsfleiß und um Bereitschaft, sich da einzubringen. Im Tanzsport ist die Leistung in verschiedene Startgruppen und Startklassen unterteilt, wie im Schulsystem. In den unteren Klassen könnte man sagen, wird zweimal die Woche Training durchaus Erfolge bringen. Und je weiter es nach oben geht, umso schmaler, so spitzer wird die Pyramide. Und umso weniger Paare sind auch da und die sind qualitativ umso besser. Also wird sich dementsprechend auch wie ein Trichter der Aufwand steigern. Klaus Saalberg kommt einmal im Monat nach Trier, um die Tanzpaare der höheren Leistungsklassen des TSC Trier zu trainieren. Dann geht es um Details wie Schienbein, Kopf- und Armhaltung, beispielsweise beim Quickstep. Worin unterscheidet sich der Tanzsport vom Freizeitvergnügen Tanzen? Bei der Freizeitbeschäftigung geht es eigentlich darum, dass ein Mann und eine Frau sich begegnen und auf Musik miteinander tanzen. Da ist die soziale Komponente das Wichtige und der Spaß, wie sich die Bewegung in dem Moment entwickelt. Sobald wir das sportlich betreiben, geht es um Tanztechnik, es geht um Physik, es geht um Körpermechanik und es geht letzten Endes um Vertanzen, Darstellen einer Musik in ihrem Rhythmus, aber auch in ihrem Klang, in ihren Harmonien. Das heißt, es wird eine technische Fertigkeit aufgebaut und das wird dann nachher auch in Form von Wertungen beurteilt und da kann man dann eben sportlich Turniere gewinnen oder auch nicht. Und dementsprechend ist der, ich würde mal sagen, technische Gedanke beim Tanzsport sehr viel höher entwickelt als beim Freizeitsport. Die Trierer Paare sind konzentriert bei der Sache. Das Training schlaucht, körperlich und mental. Was macht für Sie den Reiz des Tanzsports aus? Also für mich ganz persönlich finde ich einfach den Genuss, das, was man hört in der Musik, einfach probiert in Bewegung umzusetzen. Ich finde es einfach toll, das mit einem Partner, Partnerin machen zu können. Also für mich, wenn es mir schlecht geht und ich gehe tanzen, geht es mir dann gut. So die Kombination Musik, Bewegung ist für mich einfach eine Erfüllung. Und wie gesagt, danach geht es mir gut. Ich fühle mich sowohl körperlich als auch psychisch wieder topfit. Die Trierer fiebern übrigens schon dem 13. Oktober entgegen. Dann wird bei einer Gala in der Europahalle die Fusion des TSC Treviris und des TSC Schwarz-Silber zum neuen TSC Trier groß gefeiert.